So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys, gemeinsam mit dem kompletten Freedom Squad, als ob sogar nochmal, dieses Jahr sogar noch. Also komplett sarkastisch einfach. Freedom, let's go. Fall Squad. Und auch dieses ganz kurze, auch noch in diesem Jahr. Ja, man weiß ja nie, vielleicht spiele ich ja nie wieder mit euch. Keine Sorge, die Aufnahme auch aus dem letzten nicht mehr Jahr. Dieses Jahr. Ja, das ist eigentlich noch aus Season 1 die Aufnahme. Deswegen hat Paluk noch immer noch denselben Skin. Ja. Immer noch sein Nashorn. Ja, ich bleib dem treu. Ey! Ein Triceratops. Es tut mir leid, dass ich mich beim letzten Mal vertan habe. Fand ich nicht schlimm. Kritisch. Wäre mir selber nicht aufgefallen. Maudado ist der Roboter. Bipu. Ich bin die lila Kartoffel und Manu ist ein Affe. Wie immer. Affe. Bipu. Hast du noch deine. Ah, du hast deine Banane noch. Ja, ich habe eine Banane noch. Ja, gib mir die doch mal. Damit trainiere ich dich. Du musst die Spiele gewinnen, dann kriegst du die Banane. Ja, Tom, wenn du hinter mir bist? Ja, einfach nach dem Match dann halt, am Ende. Achso, okay, ich dachte schon, ich müsste hinterherlaufen. Ich habe mal eine Frage, Leute. Ja, was zum Thema Bananen. Mhm. Wenn die so richtig dicke, fette, braune Stellen haben, sagt ihr euch, ist mir egal, snag ich weg? Meinst du auf der Schale oder wenn man die Banane dann geschält hat? Nee, wenn man die schon geschält hat. So, wenn die da so eine richtig dicke, schwarze, braune Stelle ab. Ich mach die ab. Ah, okay, ja. Ich würde die auch wegmachen, ja. Ja, Maudado? Aber ich achte eigentlich... ich würde die einfach, also wenn ich so eine, also ich esse echt wenige Banane, aber wenn nicht, dann packe ich die einfach immer in irgendwas rein, keine Ahnung, so mit Quark zusammen. Ist chillig. Aber dann roh esse ich die dann meistens auch nicht. Roh. Komisch. Rohe Banane. Rohe Banane. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich habe trotzdem noch nie in dem Zusammenhang das Wort roh gehört. Ja, ich auch nicht. Ja, er ist die sonst immer flambiert. Ja. Oh, gibt's flambierte Banane? Keine Ahnung. Oh, ja, ich bin hier gerade runtergefallen. Ich verbraucht die eigentlich meistens, bevor es dazu kommt, dass die braunen Flecken haben, machen die mal Bananen ja, dann raus oder so. Ja, aber manchmal haben die ja so eine Stelle, die sie einfach kriegen, weil sie so ein Ditcher. Und muss ich sagen, obwohl es, glaube ich, überhaupt nicht schlimm ist, finde ich das auch nicht so geil. Also... Ich ditch meine Bananen nicht. Ja, kannst, hast ja manchmal selber nicht in der Hand, wenn die im Supermarkt und so... Oh mein Gott, Leute, ich werde hier total behindert. Ich bin auch, glaube ich, mit Go Freedom Squad! Ah nee, das ist Maudado, glaube ich, der kleine Roboter. Der Süße. Bin ich trotzdem noch gerade vor euch? Ja. Wir sind gerade alle gemeinsam schön krass, runtergefallen. Ja, ich hab hier hinten mega Probleme, also... Ja, aber Bananen sind echt tief auf meiner Fruchttierliste. Echt? Nee, Bananen sind... Ey, ich komm ja einfach nicht weg. Ich bin hier echt? Ganz... Für mich sind Bananen so C-Tier. C-Tier nur, wow. Also bei mir sind Bananen absolut... Auf jeden Fall. Mindestens. Ja, mindestens, genau. Na, ich will nicht schon wieder fallen. Ah, ich fall ja wenn auch. Wenn ich sogar esse. Alles klar, Maudado, hallo. Tier für Bananen. 42 Punkte. Maudado, sag mir mal zwei Sachen, die bei dir bei S wären. Himbeeren und Mandos. Himbeeren. Ich wette, bei beiden habe ich einen Kratzen im Hals. Himbeeren sind cool, aber man findet selten so gute. Manchmal sind da richtig viele Käfer immer drin in den Himbeeren, das ist irgendwie eklig. Was? Jo, egal, noch mehr Proteine. Oh mein Gott. Alter, ich kann das sein, dass wir... Ey, Leute, ihr müsst ins Ziel, wir fliegen sonst raus. Freedom! Ich war... Alter, ich war so früh drin und ihr zieht mich in den Abgrund. Ich habe auch noch 40 Punkte geholt, was habt ihr gemacht? Ich bin einfach absolut runtergefallen. Oh mein Gott, diese Bananendiskussion hat mich komplett... Ja, nee, mich hat... Also ich war einfach schlecht. So eine Enttäuschung. Es kommt davon, weil ihr keine Bananen esst. Ja. Kann ich rausgehen? Ich bin schon im Hauptmenü, bin schon ready für die nächste Runde. Ja, ich bin grad. Torhunger, als ob, da sind wir in der neuen Runde. Yeah. Wieder Freedom Squad. Maudado, diesmal ein bisschen mehr Mühe geben, okay? Ja. Ja, aber du auch. Nicht mehr die ganze Zeit an Bananen denken. Ich weiß nicht. Hammer. Welches Tier hätte bei euch Kirschen? Ich hab grad an Tiere gedacht. Ich so, auch, hä? Ich auch vollkommen. F. Ja, ich bin auch kein Kirschen-Fan. Nee. Maudado, wir haben mal in der Schule vor Äonen von Jahren Kirschen vom Baum gepflückt. Hey Mann, willst du auch eine? Auch, und da waren Viecher drin. Nee, nein. Achso, bei mir waren Viecher drin. Ich esse sie, ich fühle mich komisch und auf einmal sagen die, Manuel, deine Lippe ist dick geworden. Und ich hatte, ich würde sagen,
4 bis 6 mal dickere Lippen als sonst. Und dann durfte ich nach Hause und eigentlich war das ganz cool. Viele Leute würden da viel Geld für bezahlen. Ja, ich weiß, ich weiß. War einfach so ein Natur-Upgrade. Jo, sind hier viele? Hilfe! Wir fliegen wieder raus. Nee, wir haben gut performt. Ich war richtig früh drin. Naja, ich auch. Also ich war wirklich. Okay. Wir sind fast. Platz 1 und es fehlt so. Nee, es sind alle drin. Wir sind einfach Platz 1. Das fällt doch einer. Guck dir mal Kirschen an. Reagiere ich auch allergisch so ein bisschen. Ich finde das so interessant. Irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, dass Manuel auf alles allergisch reagiert. Ja, tut er auch. Ja, aber was Obst angeht, ja, da habe ich sehr viel. Ja. Bei Obst habe ich auch echt. Bei Pollen habe ich gar nicht so viel. Da ist Hand of Blood viel krasser geplagt. Und auch Zombie, würde ich sagen. Nee. Also bei mir ist es mega chill geworden. Rumheult. Ja, ist echt chill geworden über die Jahre. Ich glaube, den juckt es einfach nicht. Also Kirschen, Äpfel und Erdbeeren kann ich nicht wirklich essen ohne Antiallergikum. Da sterbe ich immer ein bisschen. Und Walnüsse. Ich weiß nicht, was die alle gemeinsam haben, aber irgendwas Böses. Ich hoffe einfach, dass ich da nie sowas entwickle. Ich merke, dass ich mittlerweile leichten Schnupfen gegen irgendwas in der Natur habe. Das merke ich schon so ein bisschen. Und auch ein bisschen Hausstaub, glaube ich. Ja, ich hab nur ein bisschen Hausstaub. Hausstaub haben richtig viele. Also, was ist mit Zitrusfrüchte denn gar nicht, Zombie, oder wie? Ich glaube nicht. Okay. Zombie hat sich gerade auch gefragt, was meint er? Ich habe überlegt, ob er Zitronen meint einfach. Ja! Ja. Orangen, Zitronen, Clementinen. Orangen, da habe ich gar nichts, zum Beispiel. Ich auch nicht. Grapefruit, Spiegelrosche. Das war nicht meine Schuld. Zombie und ich haben dieselbe Klassifizierung, glaube ich, was Allergien angeht. Weil Äpfel sind ja auch dann Birke und so. Du bist eine Birke. Ja, danke. Äpfel sind Birke? Na, Äpfel, das ist so eine Kreuzallergie. Ich bin gerade durch die Gegend geschlagen. Ja, ich wurde auch so weggemöbelt. Oh mein Gott, geht doch weg, ihr Fetten! Jetzt bin ich unten wegen euch. Ich performe heute halt überhaupt nicht. Ja, weil du an Zitrusfrüchte denkst. Sorry. Das hat halt so verwirrt. Ja. Nein, warum? Du hier ist ein Affe. Scheiß Koala. Ich hab voll. Das war... Schön, dass du im Bild warst. Ja. Danke, Maudado. Für den Content lebe ich. Schnell, Paletto. Du bist wieder so weit hinten. Ich bin erster, ja. Oh mein Gott, es kommt nochmal. Oh nein. Ach, das glücklicherweise. Bitte, Leute, bitte kommt einfach ins Ziel. Ja, wir kommen. Wir kommen, Maudado. Wir kommen. Überhol den halt. Da kommt Palette. Oh. Ja. Was ist passiert? Er ist weggerollt. Aber was ist das? Ach, hier rein. In die Mitte. Ah, du kannst auch in der Mitte. In die Mitte runter. In die Mitte runter. Ich bin da. Einziger Unfall. Wieder erster Platz. Aber ich war gar nicht so schlecht, aber irgendwie kam dann eins zum anderen. Alter, wie manche Leute rumfliegen. Los, du Erdbeerböhnchen. Ins Ziel. Was wäre Erdbeeren bei euch? Oh, Erdbeeren, ich glaube, ich mag Erdbeeren richtig krass, aber ich krieg auch einen Kratzen. In der Hochsaison und vom Stand Esstier, weil im Supermarkt sind immer verschimmelt. Ja, das kannst du knicken. Du musst so ringen, wenn deutsche gute Erdbeeren, Leute. Oder so vom Feld pflücken, Alter. Da habe ich auch ein paar Mal gemacht, vor so 20 Jahren. Same. Na, ich... Wer Wassermelone bei euch auch Esstier? Nee. Ja, ich glaube schon. Also in der Hochsaison auch. Wassermelone ist so oft so scheiße, aber nur Wasser. Deswegen sage ich ja in der Hochsaison. Ja, genau, was ist denn Hochsaison bei Wassermelone? Ja, jetzt eigentlich. Ah, jetzt? Okay. Ich habe keine da. Kann er jetzt nicht testen. Toll. Bis ich sie geholt habe, ist die Hochsaison bestimmt schon vorbei. Oh, der Jungeljump. Oh, der hat Blut noch nicht gemacht, oder? Nee. Gönn dir. Guck dir die Trommeln an. Ganz viele Trommeln und da hinten musst du hochklettern. Erinnert mich an die Donkey Kong Trommeln vom Gamecube. Ach, stimmt. Donkey Kong Konga. Hieß es nicht so ein Spiel? Ja, irgendwie so. Irgendwas war da. Ich springe jetzt hier einfach auf den Trommeln, oder was? Ja, genau. Okay. Überleg gerade, was bei mir ganz unten wäre. Weil ich glaube, es sind Cranberries oder Kokosnuss, weil ich noch nie eine nicht verschimmelte hatte. Warum schimmelt denn alles? Cranberries finde ich auch überhaupt nicht geil. Alter, wie kann man denn so... Ich komme hier teilweise... Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich hier runtergefallen? Jetzt muss ich laufen, oder was? Was ist mein Game? Was ist denn los hier? Oh, ich zieh die so alle ab. Ja, ich auch. Bin ich vor dir? Ja, bist du doch. Also, wenn du vor mir bist, dann... Krass. Hut ab. Zylinder ab. Wo ist denn der Affen, Manuel? Ach, da vorne. Aua!
Toll, der Hexenmeister hat mich angegriffen. Oh, ja, ich hätte nicht in der Mitte lang gehen sollen. Ja, dritter, egal. Ich gehe außen lang. Das ist Maudado, dem folge ich. 27 Punkte, Leute. Kommt ins Ziel. Gut gemacht, Mann. Oh, da war ich noch gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Den Außenweg? Ja, Mann, du kennst nur den Tryhard-Weg. Ja. Du bist einfach vor uns. Ja. Position 1. Ja, natürlich. Wie immer. Freedom Squad. Freedom Squad. Freedom Squad. Assemble, Freedom Squad. Ich bin dabei! Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Oh, das meine stimmt. Beine. Versteht einfach keiner. Doch, ich glaube noch, das ist... Oh, das ist voll der Maudado. Lil Lostem oder so hieß der. Der hatte so Schneckchenaugen. Lost ist oder was? True. Oh nein. Ach, die Schneebälle. Das haben wir beim letzten Mal so gemeistert. Kriegen wir nochmal hin. Nee, Maudado ist runtergefallen. Spoiler! Da seht ihr den blauen Mann mit den Antennenaugen. Oben links. Ja, es stimmt. Maudado, hol dir den Skin. Der geht ja nicht, ich habe alle guten Skins verpasst. Achso. Da, ich bleib so hart bei Maudado. Oh mein Gott, guck ihn dir an. Das ist halt so ein Maudado-Skin. Wie cool. Oh mein Gott, ich grab den so hart. Oh, stimmt. Alter, der scheint Maudado. Lass den mitnehmen. Ja. Hab ihn. Der sieht viel mehr nach Maudado aus als unserer. Ja, Vollgas hat ja jetzt einen deutschen Twitter-Account, also gucken dir eindeutig alle meine Videos. Bitte macht einen Maudado-Skin rein. Eine blaue die Schnecke. Gibt's doch schon. Ne, eine richtige blaue Schnecke. Ihr habt die Rechte dafür. Ah, Schneeball. Ihr könnt den gerne machen. Ihr habt, Maudado, gebt euch die Rechte. Schnecken. An Schnecken. Schnecken-Skin. Ja, halt meine Schnecke. Mit dem Flicken. Oh, ich bin tot. Alter, oh, no. Oh nein, noch einer. Als ob ihr jetzt alle sterben würdet. Nur Palette und ich. Ja, wir müssen nur unter die besten drei kommen. Noch sind wir Platz 2? Oh. Ja. Da war aber... Wir sammeln doch fleißig Punkte. Ja, die unten kriegen... Oh doch, die unten kriegen noch Punkte. Ja, die dritten kriegen genauso viele wie ihr. Also ihr bleibt Platz 2. Ja, gut gemacht. Oh, easy. Geil. Haben wir es mal wieder gehört. Ja, natürlich wir beide. Ja, woher soll ich denn wissen, dass der Schneeball... Ich bin dabei. Auf meine so Beine. Resorts. Was ist Maudado-Spruch? Ja, jeder vom Freedom Squad hat seinen Spruch. Ja, genau. Ah, wie in guten alten Zeiten. Och, komm, Alter, ich geh raus. Nein. Das haben wir. Eierklauen hab ich so gemeistert. Ihr müsst deffen, ich bin so im Steel-Game. Ja, zum Beispiel ist der Kranke. Laut den Patchnotes haben die das auch, die Eierphysik nochmal irgendwann überarbeitet. Oh ja. Zum Glück. Hatte ich auch eine große Kritik dran an der Eierphysik. Ja, eben. So einer warst du. Okay. Mhm. Erstmal grabbel ich mir eins. Mann, du musst die auch ins Nest bringen und nicht einfach... Ja, ich weiß. Okay. Oh, sie rollen auch wieder runter. Oh. Ja, eben, die rollen aber wieder in die Mitte. Ui. So, ich geh mal bei Rot nerven. Oh, cool, ich hab ein goldenes. Ja, du bist aber genervt. Obwohl, nee, ich geh gelb nerven, weil gelb gar keine Punkte hat. Ich hab ihn, ich hab's. Ja, danke. Für die Klau. Der klaut das Goldene. Oh nein. Ich darf hol dir ja, weiter rein. Okay. Ich hol weiter Eier. Oh nein, es ist draußen. Schieb's ja. Rein. Ah, schieb das Ei wieder rein. Schieb das. Danke. Alter, warum sind alle gelb? Ey, was ist denn los mit Gelb? Ja, Gelb hat halt keine Ex mehr, ne? Gelb. Ja, aber die wollen unsere Eier. Ja aber schaut euch doch an, die haben 3 Punkte gerade. 4. Ja, okay, ich halt bald einfach das goldene Ei. Ja, eine holt die halt nicht mal so schnell, wie ich sie wieder rauswerfe. Ich hab's. Gelb hat 1 Punkt. Oh, hat wieder 2. Ja gut, solange Gelb weniger hat als wir, gewinnen wir. So. Er hat das Goldene. Nein! Gelb hat 0 Punkte, ich hab gewonnen. Gib's rein. Ja, dann geh mal zu Rot. Die Zauber hat aufgegeben, sie steht hier nur noch bei mir. Ich mache Emotes neben ihr. Oh nein, die holen Gelb. Oh nein, Goldenes. Rot hilft auch. Oh Gott. Alter, wir sterben gleich. Ja, wir haben echt nicht so viel. Ja, weil wir irgendwie Rot und Gelb bei uns sind. Ja! Hä, was passiert denn jetzt? Nein! Nein, die werfen raus! Leute? Mach einfach, halt die bei 0. Okay. Halt sie bei 0. Oh mein Gott! Wie kann das denn sein? Wir haben auch nichts mehr! Warte, ich stell mich mit einem Ei einfach rein. Leute, die Gelben kommen jetzt hier mit Lotte Eiern an. Ja.
Ich hab kein Ei. Hol ein Ei, hol einfach ein Ei. Ja, Rot klaut die Eier. Ja. Okay, nein, Gelb hat ein Goldes. Ja. Ihr seid so eine Enttäuschung. Was? Junge, es waren alle bei uns die ganze Zeit. So eine Enttäuschung. Alter, beim Eierspiel nein. rausfliegen. Wir waren die ganze Zeit Erster. Rot, das kannst du keinem erzählen. Nein, nein, ich meine davor, bei den anderen Spielen. Alter, was war das denn? Aber das war auch echt. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Ja, die anderen, ich glaube, wir hätten noch einen abstellen müssen, um Eier von anderen in unser Nest zu bringen und nicht einfach nur zu werfen. Ich habe schon wieder vergessen, auf B zu drücken. Ja, ich schaue den scheinbar jetzt auch zu, wie die das Energiefeldspiel machen. Ich war einfach nur. Aber gut, das, Leute. Das ist das finale Spiel. Das ist das finale Spiel. Ich bleib nicht drin, um zu gucken, wer gewinnt, weil es eh egal ist. Aber vielen Dank fürs dabei sein. Schaut doch bei Paluten, Germ Let's Play und Maudado vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Squad. Mal wieder. Freedom Squad Assemble. Ja, dabei. Tschüss. Tschüssi.